Hallo zusammen, wir haben hier heute mal wieder ein schönes Schmuckstück für euch, das wir euch mal ein bisschen genauer zeigen wollen, aber das ist keine Sattelvorstellung, denn ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen, wir reparieren heute mal wieder ein bisschen was, nämlich wir wollen euch mal zeigen, wie man sowas hier schön kaschieren kann. Wir haben hier einen Sattel, das ist ein Monoblattsattel und wir haben hier ein schönes dickes Loch reingeritten, also hat der Reiter mit schön viel Bein dran gearbeitet und hat das hier immer weiter weggeschabt. Wenn wir uns mal die andere Seite angucken, da ist es noch nicht so schlimm. Hier haben wir so leichte Ansätze, hier fängt es auch langsam an, aber das ist noch halbwegs im grünen Bereich. So, wir wollen jetzt mal drüber reden, wieso, weshalb, warum das hier nicht so toll ist und was man dagegen tun kann. So. Also, bei unserem tollen Sattel hier, das ist, was ist das für ein? Das ist ein Devo Q, ist aber auch letztendlich ganz egal, was es für ein Sattel ist, nämlich bei den Sätteln im französischen Stil ist es ja oft so, Monoblattsattel, auf dem Sattelblatt ist noch ein weicher Schaum unterlegt und dann ist da drüber ein Leder gezogen und das ist mit ein paar Abnähern dann so etwas schicker gemacht, dass es ein bisschen besser aussieht, oder Geschmackssache, aber es soll auch ein bisschen weicher sein, soll ein bisschen angenehmer sein. Aber wir hatten jetzt schon ein paar Mal das Problem, wir haben es bis jetzt nur noch nie wirklich geschafft, das Ganze abzufilmen, dass es dann halt oft dazu kommen kann, dass man hier das Ganze so ein bisschen aufreitet, weil klar, hier ist es noch abgenäht, da unten drunter ist ein weiches Leder und natürlich mit dem Bein ist hier unten die meiste Reibung drauf. So, je nachdem, was man jetzt für Steigbügelriemen hat, kann das sein, wenn die etwas scharfkantiger sind, dass man da auch schneller mal ein Loch reinbekommt. Das kann aber dann auch schon hier oben irgendwo losgehen. In unserem Fall ist es jetzt wirklich nur hier unten. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt hingehen und werden hier eine Kappe draufsetzen, dass das Ganze hier hinterher zu ist. Jetzt könnten wir einfach hingehen und könnten hier so quer drüber ziehen. Wäre auch fein, würde aber nicht so cool aussehen. Wir werden es so machen, wir werden die hier ansetzen, werden hier hochgehen, hier rüber, werden das dann hier so ein bisschen breiter ziehen und hier so ein bisschen weiter runter gehen und hier hoch, dass es noch so halbwegs ins Design vom Sattel mit reinpasst. Die Seite ist kaputt, die ist richtig kaputt. Auf der anderen habt ihr eben gesehen, da ist es nicht so ganz kaputt. Aber trotzdem werden wir das auf beiden Seiten gleich machen, denn es soll auch hinterher für den Reiter das gleiche Gefühl entstehen am Bein. Würden wir es nämlich nur da machen, hätten wir links ein ganz anderes Gefühl als rechts. Das ist kacke, machen wir nicht. Deswegen, weil es auch irgendwie nicht nur irgendwie, sondern weil es auch aus optischen Gründen einheitlich aussehen soll, machen wir das beidseitig. Wenn wir uns den Sattel jetzt mal genauer anschauen, haben wir hier noch ein bisschen mehr Baustelle, die wir machen müssen. Wir haben einmal die Gurtstufen, die nicht mehr so ganz toll sind. Kommen wir ein bisschen näher, wenn man sich mal das hier genau anschaut. Die gehen zwar noch, aber an vielen Stellen, hier zum Beispiel, sind die schon sehr brüchig und sehr rissig. Ne? Auch hier, die sind halt, ich weiß nicht, ob man das so sieht, diese kleinen Krater, die da drin sind. Gerade hier oben, das wird auch mit ausgetauscht, weil das ist auch kaputt. Gerade finde ich bei Stupfen sollte man immer ganz genau darauf achten, wenn die anfangen so leicht rissig zu werden, lieber direkt austauschen, denn wenn die mal reißt und euch der Sattelgurt auf einer Seite abgeht, dann habt ihr ein dickes Problem, denn dann macht es einmal schupp, das da oder das da und dann ist der Sattel nämlich weg und ihr seid unten und das ist natürlich überhaupt nicht cool und deswegen immer ganz genau darauf achten, dass eure Stupfen wirklich in einem guten, passablen Zustand sind und nicht so aussehen wie hier. Dann noch funktioniert sie, noch hält sie, aber wenn ihr mal irgendwo irgendwie blöd hängen bleibt oder einfach zu viel Spannung entsteht, kann es sein, dass es auf einmal Peng macht, die Schuppe ist weg und ihr liegt irgendwo im Dreck. Hey, es hat sich gereimt. Ne? Cool. Genau. Jetzt gehen wir mal auf die Unterseite, wenn wir da mal weiter gucken, haben wir auch hier schon deutliche Blessuren. Gerade hier vorne, da ist das Leder auch durch. Das kommt daher, wenn der Sattel zu oft zu viel Schweiß abbekommen hat und danach nicht gereinigt wurde und kein Lederfett oder Lederöl gesehen hat, dann wird das Leder brüchig und spröde und irgendwann passiert genau das hier, es platzt auf. Das ist nicht schön. Das kann auch unter Umständen, das hier ist zum Glück jetzt noch relativ weich, aber auch das kann natürlich, wenn es keine Pflege bekommt, weil ich glaube mal, dass der Sattel schon älter ist und man sieht auch hier unten noch Fettrückstände, also die haben den ordentlich gefettet, das heißt, der wurde vom Kunden schon probiert, den Sattel feucht zu halten, aber je nachdem, wo der vorher verwendet wurde, vielleicht wurde der Sattel auch schon Gebrauch gekauft, das weiß ich nicht. Wenn das Ganze natürlich zu trocken wird und da zu viel Schweiß dran kommt und das nicht mit Lederfett feucht gehalten wird,
dann haben wir das Problem, dass es wirklich anfängt hart zu werden und da kann es auch wirklich blöde Druckstellen bekommen, kann das Pferd wirklich böse und blöde Druckstellen bekommen, denn ja, weil das wird richtig, also es wird richtig hart, da kann man das nicht mehr so einfach biegen und irgendwie wegknicken, sondern das steht dann teilweise hier so ab, ist super hart und kann auch wirklich sich nach unten durchdrücken. Und auch solche kleinen Risse hier schon, wenn die anfangen richtig hart zu werden, dann kann das so hart werden an an der Stelle das Leder, dass es sich wirklich bis unten zum Pferd hindurchdrückt. Nicht so cool. Sollte man auf jeden Fall darauf achten. So, und weil das alles jetzt nicht mehr ganz so toll ist, werden wir den Sattel einmal überarbeiten. Sagt der ein oder andere von euch vielleicht, ja, wieso in so einen Sattel jetzt noch Geld reinstecken? Kann ich euch verraten. Das Pferd, wo der Sattel drauf gehört, ist schon 18 Jahre alt. So, das heißt, das ist mehr oder weniger der letzte Sattel für dieses Pferd. Da wird es wahrscheinlich keinen weiteren geben. Und der Sattel ist ja technisch im Großen und Ganzen in Ordnung. Das sind jetzt hier ein paar Schönheitskorrekturen, die wir machen. Das mit dem Kissen unten ist schon nicht mehr direkt Schönheit, sondern das kann auch blöd enden. Deswegen werden wir dann Lederflicken drüber setzen. Ich werde den Sattel letztes Mal von meinen Mädels bearbeiten lassen. Wir hier für uns, wo wir filmen, wir sehen uns in einer Woche wieder. Aber für euch, ihr seht nämlich gleich das Ergebnis, wie das aussieht. Und dann könnt ihr euch mal anschauen, wie sowas aussieht, wie man sowas machen kann. Und das ist auch unterm Strich gar nicht so teuer, wie man vielleicht denkt. Wenn ihr da Interesse habt oder wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann könnt ihr euch auch gerne melden bei uns. Können wir euch gerne ein Angebot zukommen lassen. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt mal für uns nächste Woche. Wie gesagt, für euch gleich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wie ihr seht, heute ich im anderen Outfit. Das heißt, es ist ein paar Tage später, aber die Arbeit ist fertig, die Arbeit ist getan. Die Elisa hat den Sattel jetzt einmal komplett überarbeitet und wir gehen die Punkte jetzt mal durch, dass ihr euch das mal angucken könnt, was wir jetzt alles gemacht haben. Also, wir haben einmal, wie man schon direkt auf den ersten Blick sieht, hier unten diesen Schaftschutz angebracht. So nennt man das Ganze nämlich. Haben das auch aus einem 2 mm starken Blankleder gemacht. Das heißt, es ist hier unten jetzt natürlich etwas fester als vorher, aber es ist halt auch wirklich gut geschützt. Das heißt, dass das Ganze hier unten sich, selbst wenn der Steigbügel hier drüber geht, dass es da nicht mehr wirklich sich aufrauen kann. Natürlich, wenn man jetzt da mit einem ganz schlechten Steigbügelriemen dran geht, einen, der sehr scharfkantig ist und sehr, sehr harte Nähte hat, dann kann das auch irgendwann mal wieder aufgehen. Aber dann würde vorher erst der ganze Rest des Sattelblatts kaputt gehen, bevor das hier unten sich löst. Wir haben auch die Kanten innen hin. Also das, was hier nach oben geht, angeschärft, dass quasi der Übergang also sehr gleichmäßig ist, dass wir hier keine harte Kante hat. Wir haben auch die Schupfen einmal komplett erneuert, weil die vorherigen einfach auch nicht mehr wirklich gut waren. Ja, so sehen die neuen jetzt aus. Einfach ein paar ordentliche neue Schupfen. So, auf der anderen Seite haben wir das Ganze genauso gemacht. Aber auch eben diesen Schaftschutz hier angebracht, damit man auch auf beiden Seiten wirklich ein gleichmäßiges Gefühl hat, weil, wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, es wäre natürlich nur eigentlich notwendig gewesen, die eine Seite zu richten, aber es ist natürlich beim Reiten dann ein sehr unterschiedliches Gefühl, wenn man auf der einen Seite eine etwas festere Kante hat und auf der anderen Seite dann nicht. Deswegen haben wir das auf beiden Seiten gemacht. Auch hier auf der Seite haben wir die Schupfen erneuert, weil die einfach nicht mehr gut waren. Und wir haben den Sattel auch unten repariert an den Stellen, wo es kaputt war. Wir haben hier so einen Flicken drüber gezogen, der ist auf beiden Seiten vernäht. Auch schön mit Spannung drüber, dass hier halt auch nichts mehr aufgeht. Natürlich sagt jetzt vielleicht der ein oder andere von euch, na, was ist, wenn hier irgendwas dagegen kommt? Ja, das kann sich wieder ein bisschen aufwellen. Es ist ja auch wirklich nur ein Flicken und ein Pflaster, das da drüber gesetzt wurde. Das ist eine gute, einfache, ich sag mal, günstige oder preiswerte Lösung, um das Loch und die Beschädigung am Sattel zu beheben, sodass man den wirklich wieder weiter vollständig nutzen kann. Aber es ist halt kein neues Kissen. Dementsprechend ist es auch halt bedeutend günstiger. Genau, wenn ihr jetzt auch irgendwie so ein Problem habt mit eurem Sattel oder da Bedenken habt oder denkt, ach, Kacke, Sattel kaputt, muss vielleicht weg oder man muss ein komplett neues Sattelblatt machen, wie ihr hier vielleicht jetzt gesehen habt, ist das nicht immer der Fall und man kann da auch wirklich viel retten und noch wirklich viel raus. Und also wir machen so Arbeiten tatsächlich öfter, weil ich einfach der Meinung bin, der Rest vom Sattel, der ist ja gut. Und klar, es ist nicht mehr der neueste und nicht mehr der schönste, aber für die Zwecke, wo er genutzt wird, kann er so halt jetzt wieder vollends weiter genutzt werden und der Reiter macht sich den Stiefel nicht mehr kaputt. Nämlich, das war vorher ein großes Problem. Ich weiß es nicht mehr genau, ob ich es im Vorfeld schon gesagt hatte, aber dadurch, dass es hier so offen und kaputt war, haben die Reiter, die den Sattel geritten sind, sich teilweise schon den Bügel, den Stiefel etwas kaputt gemacht. Und deswegen haben wir gesagt, gut,
Wir arbeiten damit weiter und wie gesagt, siehe da, jetzt haben wir wieder einen Sattel, der vollends nutzbar ist, ohne Einschränkungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War mal wieder eine etwas andere Arbeit. Wenn ja, dann könnt ihr ja gerne mal unten was in die Kommentare schreiben, ob euch solche Videos gefallen oder nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.